Stell mal vor, wir sind positiv. Und da müsste man 14 Tage hier chillen. Erstens schwimmen. Genau, und man muss ja auch alles bezahlen. Also dann ist ja locker mal 2000 Euro weggeballert pro Person. Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen im Video. Wer das letzte verpasst hat, wir sind gerade in Jakarta gelandet. Mit dem Flieger wahrscheinlich, der jetzt wieder abpasst. Mehr Spaß. Wir sind jetzt in Jakarta gelandet. Wir müssen aktuell, wenn man nach Indonesien einreist, in Quarantäne. Unser Ziel ist Bali. Deswegen fahren wir jetzt aber hier in Jakarta ins Quarantänehotel, zeigen euch, wie die Quarantäne hier dann aussieht, die nächsten 4 Nächte. Also man muss zum Glück nur 4 Nächte, nee, sogar nur 3 Nächte, in Quarantäne seit neuestem, also richtig gut. Und genau, zeigen euch, was das kostet, was euch da erwartet. Und zeigen euch dann natürlich, wie wir weiter nach Bali kommen. Elle ist auch am Start. Fertig. Wie fühlst du dich? Fertig. Ja, aber ich freue mich jetzt auf eine Dusche. Ich hoffe, unser Zimmer. Wir haben uns für ein größeres Zimmer rausgesucht und ich hoffe, es ist nice. Es ist Deluxe, kann ich nur sagen. Oh, ich glaube, wir sind schon da. Ja. Das ist aber schon irgendwie weird, in was für einer Zeit wir gerade leben, oder? Dass man jetzt so ab. Also erstmal muss man einen Test machen, wenn man ankommt. Dann wird man da so in der Ecke gesetzt und wenn der Test nicht negativ ist, darf man quasi nicht raus sozusagen. Und jetzt muss man erstmal sich 4 Tage einsperren. Das ist eigentlich schon krass. Jetzt werden wir so eskortiert, wie so Viren schleudern. Naja, aber so ist das halt leider seit ungefähr 2 Jahren. Und wir finden uns damit ab. Es wird ja langsam besser zum Glück. Ja. Okay. Bist du desinfiziert? Ja, vor allem, ich hatte auch einfach so um einen rumgesprüht. So hast du erstmal gedreht? Nicht nur auf die Hände. Ich dachte, wenn ich schaue, dann schaue. Ja. Von hier? Okay. Do you have it? Hier sind nämlich die ganzen Sachen auf dem Fernseher, die wir nicht machen können, wie zum Beispiel Sauna oder Pool benutzen. Schade. Fitness, Leute, Fitness. Ich weiß nicht, ob ihr es auf Instagram schon mitbekommen habt, aber ich gehe ab. Ja, wir haben schon gehört, man darf auch nichts bestellen, also kein Gojek, kein Grab, kein Starbucks. Oh, es tut mir leid, Leute. Ihr müsst das Essen von hier essen, aber für 3 Nächte geht es natürlich klar. Ja, wir gucken es uns mal an. Ja, bin mal gespannt aufs Zimmer. So, wir sind jetzt offiziell ausgewiesen als Quarantäneopfer. Und gleich geht's ins Zimmer. Okay. Schauen wir uns das mal an. Ja. Das war's. Also die Junior Suite wäre nice gewesen. Oh. Oh mein Gott, also ich muss sagen, ich bin froh, dass es nicht mehr 8 Nächte Quarantäne sind oder was es vorher waren, sondern nur 3. So schön ist es nicht, muss man sagen. Und wenn man sich vorstellt, dass man nur hier abhängen darf, ist schon richtig sad. Aber es ist okay. Wir haben jetzt für den ganzen Spaß, müssen wir jetzt 6,5 Millionen Rupia bezahlen, was gerade, glaube ich, ungefähr 400 Euro sind. Das ist aber nicht nur der Hotelpreis, sondern da sind auch 2 PCR-Tests dabei, die jeweils 50 Euro kosten. Also kostet so 40 Euro die Nacht pro Person mit Essen, muss man sagen, geht dann eigentlich, ne? Ich bin schon teuer. Ja, für ihn, also so viel, wenn wir jetzt nach Bali gehen, bezahlen wir für einen ganzen Monat Unterkunft, die Hälfte. Ist aber auch kein Essen dabei. Stell mal vor, wir sind positiv und da müsste man 14 Tage hier chillen, erstens schwimmen, genau, und man muss ja auch alles bezahlen. Also dann ist ja locker mal 2000 Euro weggeballert pro Person. Oh Gott, das war auf jeden Fall ein Albtraum. Naja, also das ist unser Place für die nächsten Tage. So viel werden wir natürlich von hier nicht filmen, weil es halt einfach langweilig. Aber wir zeigen auf jeden Fall das Essen. Und alles, was wir so tun. Und falls uns irgendwie eine coole Aktivität einfällt, die man hier so treiben kann. Dass wir einen Tipp haben, nehmt auf jeden Fall das Schachspiel mit oder so. Das kommt natürlich. Jetzt auf jeden Fall erstmal duschen.
würde sagen, willkommen bei unserem Frühstück/Mittagessen. Es hat heute Morgen um 8 geklopft. Die haben uns das Frühstück reingebracht. Wir waren tot. Wir sind einfach erst um 12 aufgewacht. Ja. Richtig krass. Also Jetlag kickt auf jeden Fall rein. Und Dominik noch so, ich hab Hitze, ist gar keine Probleme. Der läuft richtig. Oh mein Gott, ja. Also wir sind gejetlaggt, aber wir müssen sagen, das Essen sieht bis jetzt echt gut aus. Also es ist immer was anderes. Es ist nicht nur Nasi Goreng oder irgendwas Frittiertes, sondern es sieht nach vernünftigem asiatischem Essen aus. Man kann wählen zwischen asiatisch, vegetarisch und Western Food. Ella hat vegetarisch, ich habe asiatisch. Und ja, man kann auf jeden Fall nicht meckern bis jetzt, würde ich sagen. Wir haben hier sogar zum Frühstück noch eine Milch dazu bekommen, was wir echt super finden. Damit wir auch auf unsere Calcium-Vorräte kommen. Das ist ganz wichtig, ihr wisst es, Leute, Milch ist kein Gift. Hier haben wir noch eine abgepackte Mandarine. Nochmal extra eingepackt die Mandarine in Plastik, weil die hat ja keine eigene Schale. Das ist wichtig. Hygiene. Ach ja, Hygiene. Okay, und jetzt lassen wir uns hier das wunderschöne Mittagessen. Schmeckt. So sieht unser Leben gerade aus, würde ich sagen. Laptop, Snacks. Und warten, aber es sind ja echt nur 2 Tage. Deswegen übrigens auch wichtiger Tipp, wenn ihr hier anreist, bucht einen Flug, der spät geht. Wir waren um 18 Uhr im Hotel, das heißt einen Tag weniger quasi Quarantäne haben wir schon. Versus wenn man um 8 Uhr morgens hier ankommen würde, also das ist schon mal richtig nice. Und jetzt ist es echt schon so, dass morgen da die Tür klingelt um 8 und dann kommt der PCR-Test-Typ schon rein. Es klopft und dann wird schon der PCR-Test gemacht, der erste. Und dann müssen wir eigentlich nur noch aufs Ergebnis warten am nächsten Tag und dann können wir eigentlich schon wieder gehen. Okay, das war pünktlich auf jeden Fall, pünktlich um 8. Erstmal 2 Stäbchen, eins links, eins rechts in die Nase und dann noch mal in den Mund rein, in den Rachen. Also wurde ordentlich getestet, ein anderes Stäbchen zum Glück. Boah, und das beim Frühstück, Alter. Aber ja, jetzt sind wir offiziell getestet. Jetzt müssen wir bis morgen früh aufs Ergebnis warten und wenn es dann negativ ist, dann können wir, glaube ich, relativ direkt auschecken. Was nice ist. Wenn das positiv wäre, würde das bedeuten, dass wir noch 14 Tage sein müssen ungefähr. Also 14 minus die 2, die wir schon hier sind. Und nochmal ein paar 1000 Euro bezahlen müssen für dieses leckere Essen und dieses tolle Zimmer. Hoffen wir also, es wird negativ. Leute, man muss sagen, man wird dann doch irgendwann nervös. Ich meine, wenn man positiv ist, was sein kann. Unwahrscheinlich, hoffe ich, aber das würde halt so scheiße sein. Das ist halt jetzt so, jede Minute kann es an der Tür klingeln und entweder es heißt, okay, ihr seid frei und könnt raus oder ihr seid gefangen und müsst hier noch lange, lange bleiben. Also wenn es positiv ist, dann würde ich auf jeden Fall direkt auch noch einen Test verlangen, weil ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber die sollen einfach kommen. Ich habe auch keinen Bock mehr auf das Essen hier, Alter. 70 Stunden, ne? Was? Wenn man noch einen Test macht. Ja, wenn man noch einen Test macht, muss man auch erstmal wieder aufs Ergebnis warten, ne? Oh mein Gott! Sind wir frei? Wir sind frei. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Meine Tür stinkt. Sorry, raus. Raus. Okay, raus. Dürfen wir auch schon auschecken? Es stinkt hier drin. Das ist richtig erst jetzt. Dürfen wir auch schon auschecken? Ja. Ja? Ja, die anderen checken schon aus. Krass, okay. Gut, dass wir den Flug um 16 Uhr gebucht haben. Ja. Also ihr könnt euch schon mal merken, Tipp, ihr könnt früh buchen, also auch, man kann dann um 9 auschecken ungefähr, also wenn ihr um 12, 13 Uhr einen Flug habt, kann man nicht meckern. Wir fliegen jetzt nach Bali, wir zeigen euch noch, wie ihr direkt am Bali erstens ein günstiges Taxi kriegt und wenn ihr wollt auch einen Roller bekommt, aber dazu kommen wir gleich, wir packen jetzt und dann geht's Bali! Los, Bali! Willkommen! Oh Gott! Gut warm, oder? Schon so, wenn ihr übrigens noch ein Quarantänehotel sucht, also wir können das auf jeden Fall empfehlen. Wir haben aber sonst noch eine Liste auf unserer Webseite, quasi bei dem Blogartikel, wo wir erstmal erklären, wie ihr das Visum beantragt, wie ihr das Visum bekommt. Und da haben wir auch Hotels aufgelistet. Es gibt nämlich zum Beispiel welche, also das haben wir schon gehört, die lassen euch dann hier rein und dann beim PCR-Test, den ihr hier macht, der ist dann als positiv gezeigt. Und wir haben mal die Vermutung, dass bei manchen das gefaked wurde, weil die haben dann noch einen gemacht
unabhängig vom Hotel, und der war dann meistens negativ. Und deswegen gibt es so ein paar Hotels, die einfach versuchen abzuziehen und halt wirklich so lange wie möglich in Quarantäne zu halten und damit halt Cash zu machen. Mega krass asozial. Deswegen schaut gerne da auf unserer Webseite vorbei. Da haben wir so ein paar Hotels mit Reviews von quasi euch aufgelistet. Da könnt ihr euch dann ein gutes raussuchen. Das wäre jetzt das FM7. Auf jeden Fall auch nicht schlecht. Preislich so in der Mitte, würde ich sagen. Und ja, damit ihr da Bescheid wisst und nicht irgendwie schlechte Erfahrungen macht. Wir warten jetzt noch hier auf unseren Shuttle und dann geht's einfach nur ab. Yes! Geschafft. Wir sind gleich, also wir sind schon am Gate und steigen dann gleich in den Flieger. Wir haben auch schon eine Nachricht von unserem Rollerverleiher bekommen, deswegen dachte ich, perfekt, um das mal kurz anzusprechen. Und zwar hat er uns schon ein Foto geschickt und meinte, ja, da, wenn ihr am Airport in Bali ankommt, ich habe den Roller da schon hingestellt, den kann man da einfach mitnehmen. Der stellt den Roller da, den Roller, der packt den Schlüssel dann in den Roller rein und dann kann man sich den einfach abholen. Ich finde das so krass, wie die haben ein Vertrauen. Ich meine, der kennt uns auch, aber der hat das auch schon bei Freunden von uns gemacht, ohne dass er einen Ausweis hatte oder halt eine Vorauszahlung. Einfach Roller hingestellt, Schlüssel rein und dann holst du den ab, kannst den fahren und wenn du Zeit findest, bezahlen. Ich würde mich schon rechtzeitig darum kümmern, auch zu bezahlen und sowas, weil es gibt auch Leute, die dann irgendwie so ein bisschen asozial sind und das halt nicht machen. Aber das geht auf jeden Fall klar. Also wenn ihr einen Roller direkt am Flughafen haben wollt, ich packe euch hier die Nummer hin, schreibt den per WhatsApp, ist ein Mann, weniger Worte, aber er kümmert sich auf jeden Fall drum, der Roller steht immer da. Oder oft übergibt er natürlich auch persönlich. Digga, diese Partymusik hier. Genau, dann habt ihr direkt einen Roller. Kostet im Monat so 50 Euro, also nix. Und ansonsten würde man natürlich ein Taxi nehmen. Das zeigen wir euch dann gleich, wenn wir da sind. Und ja, let's go. Leute, wir sind da! Und während wir aufs Gepäck waren, dachte ich euch, ich zeige euch mal kurz, wie man hier am günstigsten Taxi bekommt. Und zwar eigentlich ist die einfachste Variante, sich ein Gojek zu rufen. Das ist eine App, so wie Uber quasi. Die könnt ihr euch runterladen, indem ihr euch entweder das WLAN hier nutzt oder am besten direkt vorne eine SIM-Karte kauft. Bei SIM-Karte würde ich euch übrigens raten, hier eine zu kaufen, so wenig Gigabyte Internet wie möglich drauf zu machen und dann in der App nochmal so ein Internetpaket zu kaufen, weil es viel günstiger. Aber zurück zu Gojek, sieht dann ungefähr so aus. Ich habe schon mal geguckt. Nach Canggu kostet es gerade 111.000, was echt wenig ist. Wir hatten sonst immer die Erfahrung gemacht, dass im Flugzeug, wenn man hier ein Gojek bucht, das doppelt so teuer ist. Wenn man aber den Flugzeug, wenn man aber den Flughafen verlässt, dann kostet es halt den richtigen Preis. Keine Ahnung, aber aktuell sieht es gut aus. Also wenn ihr ungefähr zwischen 100 und 150.000 angezeigt bekommt, dann ist es der richtige Preis. Wenn nicht, müsst ihr entweder noch ein Stück rausgehen oder halt versuchen, hier ein Taxi am Flughafen zu bekommen und zu verhandeln. Aber theoretisch ist Gojek immer die günstigste Variante, um hier von A nach B zu kommen. Und ja, mit dem Preis sind wir auf jeden Fall happy, dann buchen wir das gleich. Oh, dann geht's ab. Also ich fahre mit dem Roller und Elefant mit dem Taxi. Ja, tschüss, ne? Mach's gut. Tschüss. So einfach geht's. Ich muss jetzt noch den Roller suchen, dann muss man ja einmal durchs Parkhaus gehen, dann ist man ja auch schon da. Oh, I have, thank you. No, I have motorbike. You have motorbike. Yeah, thank you. Tada! Ah, nee, ist gar nicht der. Okay, der ist es aber. Seht ihr, Leute? So schnell geht's. Und jetzt fahre ich mit meinem wunderschönen Gefährt hier nach Hause. Und nicht vergessen, links fahren, links, nicht rechts, links. Warte, wir haben es geschafft. Unsere fünftägige Anreise, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, ja, fünf Tage. Am Donnerstag früh sind wir los. Krass, ja, und wir waren wirklich erst abends hier. Also jetzt ist es noch Donnerstag früh in Deutschland natürlich. Ja, aber hier ist abends.
Und wir hätten auch früher hier sein können, wenn wir wollen. Ein bisschen, ja, auch jetzt hat das schon. Aber wir haben es geschafft. Wir sind mega froh, wir sind schon richtig gehypt. Wir waren auch schon kurz essen, duschen. Ich weiß gar nicht, und es war einfach schon kann, geil. So aufgeregt bin. Einfach nur die Fahrt mit dem Roller ins, hierher ist schon so geil. Ich bin mit dem Auto gefahren. Und ja, für mich war es geil. Und das Coole ist, in dem Guesthouse hier kennen wir eigentlich alle. Also es hat 5 Zimmer und 4 davon sind von Leuten bewohnt, die wir kennen. Genau. Was auch schon mal richtig cool ist. Und es ist einfach schön, wieder hier zu sein. Wir freuen uns, wieder hier zu sein, offensichtlich. Wir freuen uns, das die nächsten Tage und Wochen mit euch zu teilen. Wir haben einiges vor. Number one, auf jeden Fall dieses Guesthouse mal zeigen, weil das so krass günstig ist und einfach mega nice ist. Damit fangen wir auf jeden Fall an, würde ich sagen. Habe ich jetzt schon Bock drauf. Okay. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt die volle Ladung, genau, Plan, wie ihr nach Bali kommt. Das heißt, ihr könnt morgen alle einsteigen und kommen. Ja, wir sind hier. Ein Köpfchen hat mal Zeit. Es ist, okay, spät. Also. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Wenn ihr uns noch nicht folgt oder abonniert, dann abonniert uns gerne. Dann verpasst ihr nichts. Genau. Wir sind auch auf Instagram übrigens. Instagram. Und bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ich bin untenrum nackt. Ist er wirklich.